Es geht nicht darum, dass man den Menschen nicht mehr vertrauen kann. Stell dir die Frage, vertraust du Gott? Vertraust du dem Herrn der Welten, der all das erschaffen hat? Denn viele behaupten, dass bei ihnen die Wahrheit ist. Aber wenn du richtig überlegst, dann weißt du, dass die Wahrheit bei Gott ist. So bitte ihn um Rechtleitung und vertraue auf ihn. Dann wird er dich rechtleiten und niemals im Stich lassen.